Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. It's time again for some good old TFT. Frankensteins Maus, ja. Ja. Die schlimmste Maus der Welt, Leute. It's wild. Aber man kann mir zumindest nicht vorwerfen, dass ich Equipment kaufe, bevor es komplett kaputt ist. Und mein Headset kann ich ja auch noch zeigen. Wobei, das ist gerade ein bisschen schwierig. Ich brauche das vielleicht nochmal. Aber ja. Ist hier schon ein Rivencoil, by the way? Nein. Einer Z, E1. Tatsächlich die DM-Line immer noch nicht gespielt, ne? Das ist ganz weird. Irgendwie, das Set ist jetzt seit 4 Monaten da. Aber die DM-Line kam kurz nach meinem Challenger-Grind. Und dann war ich auch gut dann mit der Welt. Ich vermute, dass das hier am ehesten ein KDA-Opening wird oder sowas. Würde eigentlich gern Superfans spielen, ne? Ah, wobei. Auch nicht so leicht hier. Ja, die Riven ist ein bisschen bait. Also Edgelord 3 am Anfang zu kriegen, ist halt einfach schwierig. Der passt aber auch wirklich gar nichts zusammen. Könnte vielleicht Crowddiver KDA spielen bis early. Ist das ein Topic? Schon, ne? Ich glaube, das Board ist einfach bad. Und 2 Olaf-Spieler, dann ist Boys of War schon schwer. Ich würde es trotzdem probieren. Und dann gucken wir mal, was hier geht im Early. Hoffentlich nicht ein Olaf. Okay, es wird nicht Olaf, aber es wird jetzt auch nicht so viel angenehmer, ne? Aber die Idee mit 8-Bit und Spots of War wäre natürlich mega, wenn wir winstreaken würden, wenn wir sehr rich, aber es wird leider auch sehr unwahrscheinlich. Wenn du mehr Hardsy-Spiele hast und so, dann kommst du da mal eher durch. Proxy Ginger, danke dir ganz herzlich für den Raid. Womit habe ich denn das verdient? Ich hoffe, du hast einen bezaubernden Stream. Ich hoffe, dir geht's ganz fantastisch. Sehr freundlich. Komm, können wir auch mal noch einen Shoutout geben, ne? Wenn wir schon dabei sind. Lass gerne ein Follow da. Ja, also viele Sunfire Slams, viele early starke Boards. Gonna be hard, gonna be rough, gonna be bad. Wir haben natürlich auch immer noch einen Schwenk in Hearts, die möglich, aber das mit Spoils of War dann schon echt sehr frech. Spoils of War bis jetzt ein Gold, ne? Sollte ein bisschen mitzählen, um den Value des Augments am Ende des Games benennen zu können. Boah, er muss unbedingt nochmal ulten. But he doesn't. And then we lose. Ich bin nur hier, um Johnny in Subnautica Line zu sehen. Das ist okay. Schönen guten Mittag wünsche ich dir auch.
Boah, jetzt wird es aber sehr teuer, alles gleichzeitig zu halten, ne? Ja, ist rough, ne? Man kann hier sellen. Sell for 10. Oder der Sell für Pre-Level. Wenig Argumente für 8-Bit hier. Auch die Items. Also das geht, weil das kannst du auf Corki und den Cage spielen. Dann kommen wir risk it. Okay, wir spielen 8-Bit, fuck it. 8-Bit 6. Das geht's gar nicht mit 80. I didn't know. Kaiser Hit wäre best. Kaelid wäre auch gut gewesen. Boah, ist das alles bad, ne? Ich habe keinen guten Edge. Ich hätte die Vi eben mitnehmen sollen. Da war ich gedanklich nicht wach genug für. Das wird nicht reichen hier. Julius, please. Könntest du Ingames mal ein bisschen lauter machen? Na, für dich doch immer. So, jetzt hört man aber auch was, oder? Okay, 8-Bit 4 scheint nicht das Rätsels Lösung zu sein. Oder mal Witnessing. 2-6. 6-8-Bit. Classic. Ja, ich hätte gesagt, 4-8-Bits ist es nicht. Ich gehe davon aus, dass 6-8-Bit es dann schon eher ist. What? Jo, no idea. Das ist schon frech. Was ist dein 8-Bit-Emblem Bestholder? Muss mal nachschauen. Was sagen denn die Stats? Items, Embleme, 8-Bit-Emblem. Bestholder, laut Delta-Wert, 6 Lucian. Lucian for sure, I get it. Und dann, ja, Vigo wird halt am meisten gespielt, weil die Leute dann in Edgelord gehen, ne? Aber es ist halt die Frage, ob man mit 6 8-Bit nicht vielleicht nicht Riven spielt. Ja, Vigo haben wir das letzte Mal gespielt. Da war ich aber danach nicht so mega happy. Diese 6 ist einfach eine Legendary, ist immer fake. Was ja einfach, das ist ja auch die Bedingung, du spielst halt 6.
Aber alle Legendaries haben mit allen Emblemen immer die besten Stats. Einfach weil du eine Legendary bekommen hast und dadurch safe schon mal Level 8 oder 9 bist. Also lasst euch Stats lesen, ist, glaube ich, irgendwann wird das mal ein eigenes Video. Ich glaube, gerade als Challenger Getup hätte ich das Video, glaube ich, gut machen können, weil da war ich ja sehr, sehr, sehr tief in der Stats-Analyse. Ich glaube, das wäre ganz gut gewesen. Truske, ich grüße dich. Ist das ein Moin von dir? Woher kam die Spatula? Karussell. Das können wir schon mal ausschließen. Patching Gifts ist gar nicht so bad hier, oder? Also ich überlege halt hier, ob man nicht einfach Kate Carey spielt. Ah, ich bin mir echt unsicher. Also normalerweise würde man halt eben das Edge-Slot-Lineup spielen mit Vigo. Aber ich habe halt keine guten Riven-Items. Und das würde mich halt dazu zwingen, dass ich auf Level 7 halt auch rolle. Wo ich jetzt auch noch nicht das größte Interesse dran habe. Können wir mal darüber reden, dass Parting Gifts broken ist? Ich bin über der Noob, wie stellt man den Vorteil am besten auf? Das hängt in der Theorie immer davon ab, was du facen kannst. Das hilft dir jetzt erstmal nicht. But let me explain. Du hast hier diese Schwerter, gegen wen du fighten kannst. Und jetzt sehe ich zum Beispiel hier eine Seraphine, aber nicht als Carry, also eher Ludo Annie. Und hier sehe ich noch eine Seraphine und eine Senna. Und hier sehe ich einen Twitch. Das heißt, alle haben ziemlich viel AOE-Damage. Das heißt, meine Idee ist, okay, ich will nicht zu sehr klumpen, weil auch Ludo schießt ja durch die Unit durch in die Backline. Das heißt, ich habe hier meinen Garen zum Corki leicht versetzt gesetzt, damit dieser Strahl hier jetzt nicht meinen Corki trifft. So, und jetzt immer noch nicht. Und jetzt immer noch nicht. Das heißt, quasi mein Positioning hat dafür gesorgt, dass ich halt deutlich weniger Schaden bekommen habe. Was mir scheinbar nicht die Runde gewinnt. Aber das wäre jetzt ein Case, wo ich sage, es wäre sehr bad gewesen, gegroupt zu stehen. Es gibt aber gerade, wenn der hinten drei andere Carries hat, kann es ganz anders aussehen. Völlig überraschend. Darf ich hier auf noch einen Spatula Green? Schon, ne? Komm ja jetzt sehr schwer nur in 8-Bit rein. Man kann ja den Blitzcrank so ein bisschen mitspielen. Ich muss halt wegen Parting Gifts eigentlich vorne ein Frontline-Item bauen, aber ich kann jetzt zumindest mal den Giants Belt nehmen. Auch hier übrigens, ne, ich werde jetzt gepunished, weil ich meine Backline geklumpt gestellt habe gegen den Vego. Aber die Idee war einfach, ich gewinne jetzt eh keine Fights. Aber wenn ich alle meine Backline-Carries an selben Ort stelle, dann killen sie vielleicht eine oder zwei Units gemeinsam. Sehr schwer zu sehen, wann sich hier das Board stabilisiert. Also gefühlt bin ich davon noch sehr weit weg.
Weil ich muss ja Cocky Headliner spielen, weil ich halt nicht von 8-Bit wegkomme. Also ich müsste auf Level 7 rollen für Riven 2, die mich normalerweise stabilisieren sollte, aber ich habe keine Riven-Items. Das heißt, die wird mich nicht stabilisieren. Und dann wird es halt irgendwie leicht eklig. Ich glaube, man hätte hier sehr gut Hardsy reinspielen können at some point. Oh, das ist eigentlich mein Ingame-Ding dead. Hier ist jetzt die Idee, ne? Er stellt den Tank nicht mittig, das heißt, meine Carries können direkt aufs Set gehen. Wird natürlich vom Crowddriver gepunished, weil ich halt gegroupt stehe, aber wie gesagt, es geht hier nicht darum zu gewinnen. Es geht darum, möglichst viele Units zu killen. Auch weil wir wegen Spots of War natürlich auch sehr darauf angewiesen sind, Unit-Kills zu kriegen. Das ist so lucky. Das ist sehr, sehr lucky. Quasi das Cocky Headliner Problem gelöst, ohne dass ich dafür was machen musste, außer 3-4 mal rollen. Boah, vielleicht findest du das... Nee. Ansonsten mal Rising Legends suchen. Rising Legends sollte weg sein, oh. Könnte klappen, ne? All eggs in the Riven baskets. Die Items sind richtig terrible, ja. Ah, wir sind halt auf dem Timer, das ist irgendwie sehr unangenehm.
müssen jetzt ein bisschen upgraden, sonst werden wir zu weak. Können auch nicht mehr greeden. Dann spielt ihr am Ende eigentlich immer Morde statt Blitzcrank. Aber ihr seht ihr, also meine Backline fokussiert halt sehr unterschiedliche Dinge. Was gut ist, wenn du einen Fight gewinnen willst. Und natürlich wollen wir Fights gewinnen, aber wir können einfach noch nicht. Wir sind zu weak. Du spielst am Ende immer Morde, weil du mit Kayle und Viggo halt zwei Edgelords for free kriegen kannst. Und das dann auch oft sinnvoll ist. Boah, ist das einfach Double 8-Bit-Emblem? Ich habe gar nicht so richtig dran gedacht. Aber ich meine, es macht gar kein Problem, 8-Bit 7 zu spielen. Oder man droppt Corki. Man droppt Corki, ne? Wir droppen Corki. Leider hat Kayle den schlechtesten Base-AD-Wert. Da müsste ich jetzt Aphelios wiederfinden, okay. Und dann wäre HC jetzt halt doch wieder ein Thema, ne? Das ist nämlich jetzt doch ein Sunfire, ja, ne? Ja. Kann mir leider gerade nicht leisten, den Cassandra zu spielen. Aufhören, Kate in die Ecke zu stellen. Wir haben zu viele Akali-Spieler. So viel mit meinem eigenen Board beschäftigt, dass ich leider wenig dazu komme zu scouten. Oh mein Gott. Really? Okay, what the fuck. Ich da lose, ist schon rough. Ist ja schon bis 40 Rollen gerade. Items sind wirklich eine Katastrophe, Mann. Ich kann ja kein Blue Buff Ego spielen. Neue TP und immer noch in der Theorie die Chance, das Game zu gewinnen, ne? Wir haben jetzt alles zusammen. Müssen hier probably Garen 3 forcen. Ich habe aber nur einen Slot hier frei, das ist ein bisschen ass. Darf den K2 hätten? Nee. Nee, K2 ändert hier nichts. Ist Riven 3 or nothing, wegen Hologramm. Bist du sehr, sehr abhängig hier von Riven. Das Geld in Level 8 zu stecken wäre ein großer Fehler. Das ganze Geld zum Rollen. Oh, scheiße, ey. Oh mein Gott. Also Riot liebt mich heute. Liebt mich leider nicht genug.
ist okayisch. Duschen gerollt? Hab ich Duschen gespielt? Ich hätte Duschen gespielt, ne? Ja. Freund. Hatte ich nicht im Kopf. Oh, wie ich Duschen gespielt hätte, ne? Mit 8-Bit im Leben. Good call, good call. Ist schon rough, Mann. Na, ah, die Lude steht jetzt sehr gut. Oh ne, Moment. Ah doch, die trifft Riven auch, ne? Wer ist der Any Damage? Ja, der Punkt für Hologramm hier ist halt einfach, dass auch der Riven-Klon von 8-Bit profitiert. Normalerweise sind die halt die Krone bad, weil die halt, weil du keine Items draufsetzen kannst. Aber wir können es halt so lösen. Ah, Subholium ist, ich verliere gegen den Akali-Spieler. Aktuell auch noch relativ klar. Es könnte ein Highscore-Game geben. Boah. Also wenn im Karussell eine QSS Riven ist, dann maybe. Aber ich bin gerade losing gegen zwei von vier Gegner, die wir facen können. Und jetzt wächst 3. Oh, sein Flash hat nicht gehütet. War schon so der bestmögliche Fight, der für mich möglich war. Oh, Duplicator. Let's go. Du. Das heißt Lucian aus dem Karussell, I guess. Was mit Illaoi? Illaoi zu spielen hier ist sehr schwer, ne? Illaoi auf 8 wäre gut, oder? Na gut. Ja, ich denke, es ist One Gold. QSS. Ich hatte überlegt, ob ich hier BT nehme. Es geht auch, aber es ist so risky. Wenn die Riven dann CC'd wird, endet das Game. Normalerweise rollt man vorher nochmal, um zu gucken, ob man es so hittet, aber in dem Fall nicht. Fuck my life, ja. Nein. Haben wir geschafft, rüber zu ziehen. Kate Mittig, Kate Ophelios als Akali-Bait. Girl muss früh sterben, damit wir Parting-Gifts haben. Crown Guard ist probably sehr bad für Parting-Gifts, daran habe ich nicht so gedacht. Weil es ja hauptsächlich dieses Max-Shield am Anfang des Fights gibt und das kommt ja dann nicht nochmal. Ich hab den Link mal nochmal reingepostet. Nightbot löscht natürlich alle Links erstmal raus. Sehr rough, Mann.
Nice. Boah, wir haben so hohe AD-Werte. Hier tut alles ordentlich, wie was wir machen. Let's go, Mann. Geil, dass das Board sich noch stabilisiert hat, ne? Kate Damage ist insane, by the way. Rio Damage natürlich auch. Zweite Riven. Sind schon schwer zu schlagen. Decky Lau ist ja tatsächlich best einfach nur irgendwas, was halt Frontline gibt. So, wie sieht's hier aus? 300, 3, 4, 5, 6 ist der Highscore, ne? Kate-Item over Riven-Item, maybe? Nee. Das ist Fake. Das Ding ist, die Kate kann mehr Damage machen, wenn die Riven länger lebt. Ha, ist es ein Kate-Item? Ein Kate-Item. Guardbreaker war die andere Alternative, aber ich fand sie schlechter. Hurricane Patch eigentlich gut. Naja, wenn du 8-Bit hast, hast du wahrscheinlich die höchsten AD-Werte im Game und dann sollte Hurricane ein Item sein. Also, wenn es hier keins ist, dann ist es nie eins. Naja, Deathblade wäre witziger gewesen, aber Hurricane ist safe besser. Aber ich muss den letzten Item-Slot offen halten bei Riven. Entweder ist es ein Giant Slayer oder noch ein Sustain-Item. Boah, ist das schwer zu positionen, ey. Auf was hat er denn gerollt? Achso, ey. Perfect Rolls jede Runde, ne? Na gut, kann complainen. So wichtig, dass ich gegen Vex halt möglichst breit stehe. Ich habe sehr Angst um meine zweite Riven hier. Okay, die Vex macht ja überhaupt keinen Damage, da fuck. Ich denke mir so, boah, die Vex wird die Insta-One-Shot. Macht nicht mal ein Drittel der HP an Damage. Eigentlich 9. Es ist 9. Weil wir brauchen Legendaries. Lucian. Lau Yorick Set, maybe. Wäre eine interessante Frontline. Boah, aber hier noch 9 zu gehen. Mit den HP-Pools. Im Endeffekt, wenn wir das hier erreichen, sind wir eh fein, ne? Aber ich meine, wofür roll ich? Ich roll für irgendeine Legendary, die nicht Sona heißt, ne? Ja, wenn wir den Highscore hitten, ist es halt anyway gewonnen. Wobei ich das letzte Mal schon sehr verbockt habe, aber diesmal weiß ich ja, dass der Highscore insane ist. Das heißt, ich muss jetzt rollen, um zumindest die kleine Chance halt eben zu nehmen, dass ich noch irgendwas powermäßig stärker werde, damit ich eher zum Highscore komme. Weil ich, wenn ich den Highscore hitte, anyway fine bin. Ich hasse alles hier ran, ne? Aber es ist Last Whisper. Es ist Last Whisper. Und es ist wahrscheinlich sogar Last Whisper Riven. Nee, Red Buff ist treu. Wir haben Sunfire da vorne, das muss reichen.
Flash 2 is probably best we could get. Die Idee ist relativ simpel jetzt. Kate kommt jetzt auf die Seite, wo Kate kommt auf die Seite, wo Riven ist. Dadurch hittet Kate immer das Target mit den Last Whisper, was Riven auf fokussen will. Dadurch ist es so, als hätte die Riven ihren Last Whisper. Und dadurch sind wir hier sehr, sehr fein. Route 3 ist worst board hier. Krass. Die Laue extrem ist wichtig, weil wir einen Akadi-Spieler haben. Wir rollen weiter Desperate. Ja, und jetzt halt das Problem. Ich kann gegen den Kate nicht dahin stellen, wo Riven ist. Ach, wobei, ich kann schon so ein bisschen kreativer werden. Können Riven jetzt ganz in die Ecke stellen gegen den, weil der dafür nicht gepunished wird, außer vom Yorick. Aber da wird die Riven halt durch den Nico durchdashen und dann eh nicht mehr beim Yorick sein. Okay, Yorick Chase scheinbar. Auch okay, dann stirbt er halt. Steht Kate trotzdem ziemlich da, wo Riven ist. Okay, unser Board ist actually komplett insane. Das Feld sollte schon gewinnen noch. Das heißt, wir kriegen tatsächlich, nachdem ich das ganze Set über keinen Jackpot gehittet habe, kriege ich 2 in einer Woche. Can't believe it. Okay, das Ziel ist einfach nur K3, oder? Wir rollen gleich, also wir kriegen gleich Geld, viel Geld. Und dann ist es einfach nur K3. Ja, dann spuck mal aus hier. Ja, okay, wir gehen erst 9. Das ist ein bisschen risky. What the fuck? Nein, das war die falsche. Naja. Wie kann man so ein Spielverderber sein? Okay, warte mal. Der Jackpot hat mir gerade 3 Duplicator hintereinander gegeben und danach ein Super Infinity Edge und ein Super Deathblade. Und ich wusste überhaupt nicht, dass das möglich ist. Das, meine Damen und Herren, ist 8-Bit Jackpot. Mega broken, schwer zu hitten, aber wenn man es hittet, delicious.